Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wird es nicht so ein langes Video geben, oder in diesem Video wird es nicht so krasse Themen geben wie in den letzten Videos über Leaks, News und so weiter, sondern ich möchte einfach nur euch Bescheid geben, welche Herausforderung als nächstes jetzt ins Spiel kommen wird, denn ihr wisst ja, in 3 Tagen oder beziehungsweise ja doch in drei oder 2 Tagen wird es die letzte Herausforderung von Operation Snowdon geben, wo ihr auch eine kostenlose Lackierung freischalten könnt. Und wenn ihr 12, also morgen, alle 12 bisherigen Herausforderungen bzw. Aufträge abgeschlossen habt von Operation Snowdon, dann bekommt ihr auch den kostenlosen zweiten Skin von diesem Jahr. Aber die heutige Challenge von Operation Snowdon heißt ja auch verstecke dich bei einem Schneemann oder benutze eine Schneemann-Tarnung in verschiedenen Matches. 3 Matches müsst ihr spielen und dann pro Match halt in eine Schneemann-Tarnung euch in eine Schneemann-Tarnung verstecken. Und es gibt 2 Locations dafür, die ich euch empfehlen würde, und zwar einmal Catty Corner und Camp Cod direkt darunter. Das sind die 2 Locations, wo die meisten Schneemann-Tarnungen spawnen werden, und ich habe diese auch innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten oder so abgeschlossen, einfach mich versteckt oder einfach eine Schneemann-Tarnung verwendet und danach gestorben oder einfach Match verlassen und dann immer so weiter, bis dann bis ich dann dreimal 3 Matches gespielt habe. Und zwar, wie gesagt, könnt ihr morgen mit der nächsten Herausforderung Spiele-Duo oder Team-Matches mit Freunden den nächsten kostenlosen Skin von Operation Snowdon freischalten. Diese Herausforderung ist aber unbestätigt, kann sich noch einiges ändern dazu. Aber danach wird es ja am Dienstag noch eine weitere Herausforderung geben. Da werdet ihr, glaube ich, irgendwie so eine Spitzhacke bekommen, wer weiß. Da müsst ihr Schaden mit dem Hebelrepetierer hinzufügen, also Schaden hinzufügen, einfach mit dieser Waffe ganz easy. Und als letztes noch am Mittwoch schüre ein Lagerfeuer, also einfach ein Lagerfeuer anzünden, ist auch jetzt nicht so unbedingt schwer. So, und zwar bekommen wir natürlich wie bei jedem Auftrag 10.000 Erfahrungspunkte, und jetzt mit dem neuen Auftrag dieses Spray hier, Frohe Fischnachten. Keine Ahnung, was es ist. Ja, aber wir schauen uns aber trotzdem mal den. Ich habe zweimal aber in einem Satz gesagt, Digga. Ist es überhaupt möglich? Ja, die Fußballskins sind jetzt endlich wieder da. Das wurde ja auch schon gelegt mit dem neuesten Update oder mit dem letzten, besser gesagt. Da haben ja die Fußballskins die neue Pose bekommen für den Item Shop. Und zwar haben wir als allererstes hier Spielmacherin. Alle Skins sind natürlich mega, mega nice und haben sehr viele Stile. Beziehungsweise auch die unterschiedlichen Nationalitäten. Dann haben wir tolle Torschützin, Flankiererin, Dribbelprofi, Mittelfeldmeister, Spitzenstürmer. Agi, was ist das, Digga? Agiler Ausputzer, Kopfballerer, und das war's. Das sind jetzt die Skins. Also es gibt 4 weibliche als auch 4 männliche. Danach haben wir hier eine 2 Spitzhacken, und zwar Elite-Töppen. Okay. Heißt wohl Vuvuzela und kostet 800 V-Bucks. Ich finde aber ehrlich gesagt diese Spitzhacken irgendwie mehr. Mehr, genau. Geiler. Sprachenlerndeutsch. Sprachenlerndeutsch. Okay. Sprachen der Bubble auf jeden Fall. Danach haben wir Torgefahr, Hängegleiter, Balltricks auch wieder da. Selten, glaube ich. 500 V-Bucks kostet das Ganze. Rote Karte ist natürlich auch passend wieder da. Da haben wir Magiemeisterin in 2 unterschiedlichen Stilen. Mit dem Backbling Shrimpy oder Shrimpy. Scorpion, Savage ist immer noch hier. Und beschlagene Hacke ist auch wieder da. Und Voll 80er ist mit Rage Crit auch wieder da. Aber dann sind auch alle Weihnachts-Items immer noch im Item-Shop und werden anscheinend mit dem nächsten Item-Shop-Wechsel verschwinden. Also vom Item-Shop verschwinden. Also falls ihr noch irgendwas holen möchtet, jetzt habt ihr die Chance. Und das Master Chief-Paket ist immer noch im Item-Shop. Genauso wie die 3 Bundles hier. Marvel, Frostlegenden und Polarlegenden. Aber ansonsten gibt es auch noch einen kleinen Leak von Hypex. Der hat heute, ja, sag ich mal, eine Waffe oder ein Item geleakt. Und zwar sagt er, dass wir irgendwie bald eine Waffenmechanik bekommen werden, denn eine neue Waffenmechanik bekommen werden. Denn Epic Games hat in letzter Zeit angefangen, ein neues Item oder ein neues Ding namens Weapon Mod Slots zu testen. Und es scheint, als ob es den Waffenfähigkeiten verleiht. Also man kann vielleicht mit diesem Aufrüsten oder eben halt mit dieser neuen Funktion, die Hypex hier geleakt hat, vielleicht Waffen neue Funktionen geben, wie zum Beispiel, dass eine Schrotflinte bzw. eine AR oder ein Sturmgewehr Feuerpatronen schießt, genauso wie die Dragon Shotgun oder wie die Dragon Sniper. Auf jeden Fall hört sich das interessant an, ist aber natürlich erstmal nur Zukunftsmusik und müssen wir erstmal nur abwarten oder können wir nur abwarten. Danke fürs Zuschauen, das war jetzt ein kurzes, knackiges Video. Heute ist der 3. Weihnachtstag, genießt es oder genießt selber einen Tag, schlaf gut, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.